Hallo und herzlich willkommen an alle treuen und neuen Zuschauer zu einer neuen Folge Land of the Vikings. Ich habe es ja schon vor einer Weile mal erwähnt, dass ich dieses Jahr keinen Koloniemanager mehr in den Kanal aufnehmen möchte, da ich ja noch 3 oder 4 laufen habe. Da sind noch einige in Playtest und einige sind schon released. Aber das hat sich darauf bezogen, dass Mannerlords heuer noch rauskommt. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Jetzt bin ich am Umdenken. Ich habe mir überlegt, doch noch einen Titel ins Programm aufzunehmen. Und zwar, ich überlege Stranded Alien Dawn. Das ist quasi, ihr werdet es sicher schon kennen, das 3D Rimworld. So, wir haben 305 Einwohner. Genau, ich habe ja jetzt dann die Felder hier rüber gesetzt. Noch eine Mühle aufgebaut. Ein Kritikpunkt, den ich bei dem Spiel habe, ist, es mangelt manchmal einfach an wichtigen Informationen. Ich meine, die Tiere hier müssen ja mit irgendwas gefüttert werden. Aber es gibt keine Möglichkeit, um mir das Wachstum irgendwie anzuregen, indem ich eine Futterhütte daneben setze. Ich meine, ich mache es jetzt hier wieder, aber ja, das ist die Frage. Da wird jetzt das Haus wieder repariert. Wir haben Steine, wir könnten noch ein bisschen Holz schlagen. Wir haben jetzt schon 3. Oh, da wollte ich jetzt nicht her. Ich glaube 3 Jäger haben wir. Vier sogar und der ist nicht besetzt. Farmer. Hier haben wir ja die Felder weggenommen. Und Bretter haben wir auch genug. Dann machen wir hier mit dem Hausbau weiter. Genau, wir haben auch schon einen zweiten Fischer. Aber mit der Nahrungsvielfalt hapert es. Etwas. Hakt es. Noch keine Hühnerfarm.
So, wollen wir jetzt den Baum weiter nach oben gehen, Freunde? Will ich jetzt alles nicht. Da geht's auch noch weiter. Das ist der Handelssektor. Und für die Taverne brauchen wir noch 8 Punkte. Also noch 2. So. Vielleicht sollten wir in die Richtung nach oben gehen. So, na dann schmeißen wir mal den Schnellvorlauf rein. Brauche ich jetzt eigentlich keine Newcomers. Unsere Leute vermehren sich von ganz alleine. Mittlerweile. Was sehe ich? So. Noch irgendwo eins. Ohne Torbogen. Ja. Ich weiß zwar nicht, was der Pfeil zu bedeuten hat, aber ich gebe ihn mal raus. Nee, anschließend schaut es besser aus. You have been blessed. Wir sind gesegnet. Was machen unsere Früchte hier? Wie schaut es da mit den Ressourcen aus? Wo wollen wir denn die Stadt hin weiter wachsen lassen? An und für sich habe ich gesagt, will ich das mir hier alles besiedeln. Aber ich will auch auf das Wachstum der Bäume achten. Jetzt macht's mal hier das Haus fertig. Das Haus ist schon fertig.
Es ist wieder Tag. Es ist schon wieder Tag. Okay. So, die eine Hühnerfarm ist jetzt auch besetzt. Die neu gebaute. Ja, das ist mal ein schöner Sommer. Ah, da kann ich die Leber einstellen. Boah. Echt nice. Kann man da reinschauen? Nee. Leider nicht. Und da hier vielleicht. Kann man hier so reingehen? Nö. Ich will da reingehen. Oh. Was? What? You shouldn't see this. Text. We didn't have time to fix the camera, so let's. Never happened. Also, wir sollten den Text hier gar nicht sehen, steht da. Sie hatten nur keine Zeit, die Kameraeinstellung so zu justieren, quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. Sollen ja da auch was sehen. So. Eieiei, die Nahrung ist immer noch knapp bemessen. Haben wir schon das ganze Eisen aufgebraucht? Ja. Wir müssen immer schön Werkzeug machen. Na?
Ja, wir haben nicht sehr viel Leder. Ja, dann lass uns mal ein paar Fabrics machen. Was ist das? Ich glaube, der Stoff hier überlastet das Leder, die Wolle und das Bier. Bierbrauen sparen wir sich momentan. Mau, sagt die Kuh. Ja, da ist auch nichts drin. Ja, jetzt haben wir 16 Brot. Jetzt geht mal davon auch ordentlich was weg. Sehr nice, die Leute gehen hier schön zu der Arbeit. Und es mangelt permanent am Essen. Jetzt haben wir vier Rinderfarmen. Aber da wächst nichts mehr. Da tut sich nichts mehr. Eine Anzeige dafür, wie viele Kräuter das ich habe, gibt es auch nicht. Nee. Ich sehe da keine Kräuterangabe. Ich weiß nicht, kann ich mir ein Trading Ship leisten? Die brauchen mindestens 12 Futter. So viel habe ich jetzt gar nicht da herin. Das ist auch die Frage, wie schaffen wir es, dass sich das Lager hier auffüllt? Ich verstehe es nicht.
lassen. Zu spät. Zu spät. So, noch ein Fischerboot bauen. Jetzt geht gleich die Sonne auf. So. Die Bretterproduktion hier werden wir mal einstellen. Die Leute werden wir mal freigeben. Dass ihr schon müde seid, dafür kann ich nichts. So, wo geht der mit dem Wasser hin? Hallo? Zum Feld gießen, okay. Ist ja legitim. Der wäre halt dann was für ein Warrior, ne? Können wir da jetzt so gar nicht auswählen, okay. So. Jetzt habe ich 49 Futter. Wo ist mein Futter? Gute Güte nochmal. Das ist ein Traum. Nee, Only Selection ist einfach kacke. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich mehr Marktplätze. Wie viele Marktplätze hat eine Stadt? Einen, ne? Aber warum bringt da niemand hier irgendwas her? Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt 39 Futter und die 12 Futter kann ich nicht ausgeben. Die lästern mich nicht. Da kann ich Futter auswählen. Und die brauchen 30 Futter sogar für 6 Leute. Ne, 4 Leute. Oh mein Gott. Nee. Sie hat viel Geschwindigkeit, sie hat viel Kraft. Aber trotzdem wachsen die jetzt nicht schnell. Wir hatten eine schnellere Population. Aber vielleicht habe ich es zu stark minimiert. Obwohl hier, glaube ich, habe ich noch gar nichts geschlachtet. Und die Hühner haben sich doch immer ein bisschen schneller vermehrt. Da tut sich so jetzt auch nichts mehr. Die haben ja kein Futter drin. Das ist schlimm.
Klassisch schlimm. Eigentlich, oh mein Gott, eigentlich habe ich ja hier, oh mein Gott, denn die ganzen die Frauen gestorben. Was sind da los? Du bist kein Müller. Labor Builder, Stone Miner. Nicht Stone Miner, normaler Miner hier, Miner. Du wirst Miner, will ich meinen. Ab in die Minen. So. Hunter. Hunter. Okay. Wo ist jetzt der zweite Hunter? So. Okay, jetzt haben wir 43 Brot. Das Brot wächst. Also ich hätte von Anfang an mehr Mühlen bauen müssen. Aber mit Schiff kommt auch nichts rein. Eine Person braucht eine Nahrung. Repariert mal. Kann das sein, dass die von alleine schlachten? Ich meine, wo kommt das Fleisch her? Ich habe jetzt schon ewig keinen Schlachtauftrag mehr gegeben.
Ein Händler ist da. Ja, wir halten uns jetzt so circa bei 300 Einwohnern. Was ist da jetzt los? So kann der hier keinen Weg machen, bitte. What the heck? Kein Weg bauen, bitte. Nö. Mag er nicht. Ja, entweder werden die geschlachtet von uns selbst oder die wachsen einfach oder vermehren sich einfach nicht mehr. Man kann es nicht sagen. So, und die jungen Leute brauchen wieder was zu wohnen. Vielleicht wird es auch mal wieder Zeit hier, so ein Pure House hier. Neu zu errichten. Stadtbild ein bisschen anzugleichen hier.
So, meine Lieben, dann war es das mal mit der Folge für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Liebe, lasst mir doch bitte gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder Video. Euer Altron, Papa.